meiner Meinung. Ich tue mich da sehr schwer. Und es ist einerseits so, dass ich sage, die Türkei darf man nicht demütigen. Man darf sie nicht ein für alle Mal als nicht dazugehörig empfinden. Sie dürfen nicht vergessen, die Türkei ist noch eine laizistische Gesellschaft, wo die Religion in der Verfassung etwas garantiert, vom Staat getrennt ist. Und die Islamisten sind da ganz mächtig im Vordrängen. Das kann alles kippen. Wenn wir heute hingehen und sagen, ihr bleibt draußen vor, dann fördern wir den Islamismus. Das bedeutet, dass dort irgendwann die Türkei kippt und sie vergrenzt und gedemütigt, ja, eher Richtung Saudi-Arabien, Iran und so weiter, ein islamistisches Land wird. Ich finde, die Perspektive der Türkei gegenüber sollte sein, ihr könnt Mitglied werden, wenn ihr die und die und die Kriterien auch wirklich ernsthaft erfüllt. Das kann Jahre dauern, das kann 15 Jahre dauern. Das wissen wir, was in 15 Jahren, was für eine Gesellschaft das ist. Aber da müssen auch Kontrollen rein. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Kriterien, es geht um Menschenrechte. Es geht um Frauenrechte, um Menschenrechte. Es geht um Minderheitenrechte. Wir haben bereits erreicht, durch das Ausstellen der Mitgliedschaft, dass zum Beispiel die Verfolgung der Kurden nicht mehr in dieser Härte geschieht, wie das in früheren Regierungen der Fall war. Es ist längst nicht gelöst. Die Kurden sind unterdrückt, die Kurden sind immer nach wie vor, selbst die Sprache wird vielleicht hier und da noch zugelassen, aber es ist keine Volksgruppe, die so wie Wallonen und Flamen oder wie Katalonen und so weiter ihren zumindest kulturellen Status haben. Das wäre zu erreichen. Aber von daher bin ich nach wie vor auf dem Standpunkt, den auch Herr Heul vertritt, den ich im Übrigen als einen sehr fähigen Politiker ansehe und der da jetzt weitergeht, die ganze Bürokratie in Brüssel versucht mal zu durchleuchten. Da wird er jetzt auch zu unpersonal. Kampagne, die gegen ihn da läuft, nur wegen der privaten Geschichte, finde ich schon, da beabsichtigt man was ganz anderes. Er hatte einen Kurs, der in Brüssel, der ja auch in Brüssel sehr verfilzt, die Korruption ist sehr verankert. Mein Kollege hat es wieder gemacht, der hat das ja auch noch veranschaulicht, wer sich da alles in Selbstbedienungsweise Vorteil verschafft. Also da finde ich, dass die Türkei langfristig eine Perspektive eröffnet kommen sollte, sonst wird dieses Land, die Gefahr ist sehr groß, ein islamistisches Land. Das wird auch Auswirkungen auf die hier lebenden Türken haben. Und wir reden überhaupt, das Türkenproblem auch in Deutschland wird immer nur negativ betrachtet. Ich kenne eine Mehrzahl hier lebender Türken der zweiten und dritten Generation, die voll integriert sind, die sich auch dazugehörig fühlen. Ich kenne welche, die sagen, Deutsch ist meine Freiheitssprache und die vergleichen können. Überhaupt, das sind für mich die Menschen der Zukunft, die in zwei Kulturen Wurzeln haben und die das Positive der jeweiligen Kultur sich zu eigen machen können und das Rückständige der jeweiligen Kultur auch hinter sich lassen können. Das sind für mich Menschen der Zukunft. Da haben wir, das sollten wir fördern. Ja, die sollten wir nicht hier vergrenzen. Und es werden nur immer die negativen Beispiele in den Vordergrund gerückt durch eine bestimmte Presse und dann mit Rücksichtsbewusstsein. Da geht aber auch was ganz Neues ab. Und ich würde sagen, das ist sogar die Mehrheit. Und wir sollten, Deutschland ist ein aussterbendes Bevölkerung, ein vergreisendes Land. Demografisch ist das Land in 20, 30 Jahren am Ende. Und die, wenn wir nicht ganz gezielte Einwanderungsstrukturen schaffen und die Menschen einladen, die wir brauchen, auch zu kommen, ist das Land sowieso am Ende. Wenn uns die hier lebenden Menschen aus anderen Kulturen Arbeitsmigranten verlassen würden, würde das Rentensystem längst zusammengebrochen sein, was sogar nur noch mühselig aufrechterhalten wird. Ganze Produktionsstätten würden nicht mehr funktionieren. Versorgung, Altenheime, Krankenhäuser, alles würde brach liegen. Wir brauchen Menschen aus anderen Kulturen, nur wir können es nicht machen, wie es jetzt geschieht, dass wir sagen, ja, Einzelne, wir haben neue Gesetze hier gemacht, Einzelne können hier ein paar Jahre hin und dann wollen sie auch wieder loswerden. Oder die mit den Green Cards, als Rindgast hier seine unheilvolle Losung Rinder statt Rinde.
statt in der Kinder statt Inder nicht losgehen. Und wir haben viel zu wenige, die gekommen sind. Die gehen nach England, die gehen sogar nach USA, da können sie nämlich ihre Familien mitbringen. Das wurde ihnen hier nicht gestattet. Dazu noch englischsprachig. Also inzwischen machen viele hier großen Bogen drumherum. Und wir sind gar nicht mehr attraktiv. Auch für Studenten sind wir gar nicht mehr attraktiv. Das Land geht ganz schnell noch.